Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen und darf euch heute den neuen Mordekaiser präsentieren. Wir sehen, der sieht schon aus wie eine komplette Maschine. Sieht aus wie so ein Endboss aus Dark Souls oder aus irgendeinem ähnlichen Spiel. Holy shit, so ein Legionär der Todesarmee. Richtig gut gelungen. Das hier ist der Infernal Skin. Das heißt, es ist nicht der Standard, aber ich glaube auch der Standard ist ziemlich, ziemlich geil. Ich werde euch ein paar Dinge über diesen Champion sagen. Ich habe ihn schon gespielt, ein bisschen getestet und ja, alles mögliche, was ich zu ihm weiß. Grundsätzlich, wir spielen erstmal in der Mitte. Ich bin mir super unsicher, ob er Toplaner oder Midlaner ist. Dazu werde ich noch ein paar Worte verlieren. Erstmal zu seinen Spells. Seine Q, beziehungsweise alle seine Spells kosten nichts, ja. Kann man die ganze Zeit spammen, kostet nur Cooldown quasi. Die Q macht 50% mehr Schaden später. Jetzt sind es erst 30, später sind es 50, wenn es nur ein Ziel trifft. Die E fängt mit 5% Magic Penetration an, 5% kommen pro Level dazu. Die Passive skaliert mit dem Level, das heißt, das Move and Speed scaled hoch mit der Zeit und auch der Damage auf diesem Spell und macht sogar Max Health Damage. Man sieht hier diese drei Punkte, die stehen dafür für die Passive, das heißt, wenn man den Gegner jetzt trifft, ist da ein Punkt drin, das hält sich mit der Zeit auf oder dann auch später in der Passive wieder ab. Ja, das W-Schild finde ich persönlich nicht so stark, wenn wir ehrlich sind. Aber ja, gucken wir jetzt erstmal. Also, Laning Phase, ja, das ist sehr interessant, würde ich sagen. Very interesting. Also, hier wird direkt, ich glaube, er ist mad. Vor allem, er ist Support-nah. Also, ich glaube, er ist sehr mad, weil ich ihm den Champion weggepickt habe. Ich glaube, die sind richtig, okay. Okay, Leute, jetzt langsam wird es lächerlich. Jetzt langsam wird es wirklich, das ist ja wie, Achtung, gegnerische Champions können die Straße kreuzen. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen unfair für das Matchup. Deswegen skillen wir jetzt unsere W, damit können wir uns etwas heilen. Das heißt, wir können so Schild aufbauen. Ja, Matchup-bedingt sind wir jetzt erstmal etwas schwierig dran. Sind wir ehrlich? Etwas schwierig. Okay. das habe ich auch noch nicht gehabt. Na gut, das heißt, wir können jetzt das W anmachen und direkt heilen. Ist nicht viel, 29. Muss man aber natürlich sagen, also der Heal ist deutlich schlechter. Aber dafür, ich meine, wir packen auch keine Punkte in den Heal rein. Wenn wir jetzt ehrlich sind, ist es, ja, wir müssen jetzt echt aufpassen. Ich habe mich für runtechnisch Face Rush entschieden und Nimbus und alles, was Movement Speed gibt und ein bisschen Heal. Da kann man sich echt, da kann man echt überlegen. Oh, ich habe sie ach komm. Also ich wette erst Gigamad, dass ich ihm den Champion gepickt habe. Safe. Aber er nutzt schon eine Schwäche aus. Mordekaiser ist super immobil. Giga immobil, der Champion. Klatsch. Direkt wieder healen. Zack, 32. Ist ganz nett. Das heißt, wir haben nach wie vor die gleiche Schwäche. Deswegen denke ich mir auch, auf der Top-Lane könnte man zwar besser traden, die Passive auslösen und so weiter, aber ich denke mir einfach, oh, das wäre richtig geil, wenn er sie, okay. Ich denke mir einfach, auf der Top-Lane kommst du halt, wenn du gegankt wirst, nie im Leben weg. Es gibt so ein paar Dinge, die sprechen für Top-Lane, ein paar, die sprechen gegen Top-Lane. So, ich ziehe sie jetzt ran und auf den Deckel drauf. Na, wir machen wieder hier, zack, 37. Dafür, dass es nichts kostet, ist es nicht schlecht. Sehr gut, ich kriege mal ein bisschen Hilfe. Hab allerdings nicht viel ready und ich glaube, das hat auch nicht getroffen. Und wenn ich jetzt ganz Pech habe, killt sie da auch noch. Die wird für den Kill gehen. Ich habe leider überhaupt nichts ready. Das reicht noch nicht, wenn ich, ne, ich komme nicht ran, ne? Das seht ihr einfach. Problem bei Mordekaiser, vielleicht kann ich sie gleich nochmal ehen. Du kommst nicht ans Ziel ran. Das hat sich nach wie vor nicht geändert und ist auch okay. Aber jetzt, na, schade. Hat sich nach wie vor nicht geändert. So, wieder heilen, 40 AP. Das schon. Ich meine, sie hat kein Ignite mehr, aber sie killt mich trotzdem. Fast. Ich meine, wir sind noch ein bisschen gehandicapt, müssen wir ganz ehrlich sagen. Ne? Sehr ehrlich müssen wir das sagen. Wir wurden zweimal geturbo-gankt, kann man wirklich sagen. Ich würde gerne noch so viele Sachen erzählen, aber ich sterbe hier gleich, wenn das so weitergeht. Okay, jetzt kriegt sie auf den Sack. Hoffentlich von mir. Sehr gut. Danke. Sehr, sehr schön. Ich meine, ein bisschen Hilfe ist auch mal fair. Das hier ist die Passive, wie ihr seht, ne? Das geht nur in Combat mit Champions. Also in Combat allgemein zählt nicht. Wenn ihr ihn also effektiv ganz kurz kiten könnt, dann läuft das sofort aus. Sehr, sehr schnell. Ja gut, jetzt kann ich ein paar Dinge verlieren. Die Frage ist, welchen Item-Build geht man? Das ist das erste Ding. Die Frage, Mordekaiser Toplane. Ja, du kannst besser traden, bist aber super gankbar. Außerdem ist dein Sustain jetzt nicht so geil. Also der Heal ist nett, aber auch nicht very heftig. Wir gehen mal Schuhe first, Leute. Da sehe ich mich. Mobility ist alles, ist der Schlüssel, glaube ich. Vor allem bei dieser Gank-Frequenz, die wir haben. Ansonsten, mit der Ultimate, man stiehlt alles. Armor, Magieresistenz, HP, AP und AD. Auf der Top-Lane stiehlt ihr AD, weil immer AD-Gegner da sind. Das heißt, es suckt, weil ihr habt nichts, was mit AD skaliert. In der Mitte klaut ihr AP und bekommt dadurch mehr Damage. Na, das ist ein guter Punkt.
Außerdem mit der Ultimate, ich glaube, viele haben sich das zu einfach vorgestellt. Ja, man kann so ein AD Carry und so ulten, aber ich glaube, man hat viele Möglichkeiten, einfach aus der Ult rauszukiten, den Mordekaiser. Deswegen werden wir wahrscheinlich gleich einen Gunblade bauen. Und der nächste Punkt ist... Oh, den haben wir nicht mehr bekommen. Den auch nicht. RIP. Der nächste Punkt ist einfach, wenn ihr behind sein solltet als Mordekaiser, ist eure Ultimate komplett useless. Weil ja, ihr kriegt ein paar Stats, aber ihr wollt ja den Gegner one-on-one. Aber wenn der Gegner vor euch ist, dann will er euch so oder so one-on-one. Also, wenn der Gegner stärker ist, dann rennt er, dann will er mich fighten. Das ist ja alles, was er will. Aber ist okay. Eigentlich bin ich gerade vor ihrem Level. Eigentlich sollte ich sie jetzt fighten. Aber ich brauche erstmal... Am besten ist, wenn ich ein bisschen Schild aufbaue, weil sie ist ja Kali. Sie hat, glaube ich, Ignite wieder ready. Also, ich weiß nicht, ob ich... Ich glaube, ich sollte kurz ein bisschen safe sein. Bis ich gleich... Vielleicht ein Poke, aber da komme ich auch nicht so gut ran gerade. Items technisch, ich glaube, wir brauchen Slow. Also Gunblade sehe ich mich auf jeden Fall. Nice, wir haben getroffen. Sehr gut. Sabadu einmal noch in den Tower. Ah, schade. Es wäre schön gewesen. Aber unsere Passive ist gerade an. Hier nochmal auf den Zack. Zack, jetzt können wir hier so ein bisschen Schild machen wir auch mal an. Heilung ist auch da. Zack. Ne, jetzt könnten wir sie gleich ulten, Leute. Wir ulten. Ah, ich glaube, sie killt mich. Ich brauche Ignite. Sind wir ehrlich? Wir brauchen Ignite, sonst bringt sie mich um. Sie ist Akali. Sie wird zwar genervt, aber sie ist immer noch Akali. Ihr habt so eine Riesenkeule. Aber. Klonk! Nice. Sehr schön. Ich glaube, sie hat, will jetzt auch gleich shoppen gehen, oder? Das wird ja eh schon ganz cool. Ihr seht, das wirft ja auch nach hinten, wenn ihr das ganz nah dran macht. Nochmal ein bisschen Schild aufbauen. Nochmal ein bisschen heilen. 31. War es 31 oder 51? Gar nicht genau hingeguckt. Klatsch. So. Das Problem ist, wenn ich ulte, dann geht sie einfach in ihre Bubble. Rein theoretisch müssen wir ihre Bubble-Feuer forcen. Na, die Kanone. Ich wollte die einfach herhaben. Ihr könnt ja ruhig alles spammen. Ja, kein kostet nichts, ne? Es ist for free. Es ist einfach for free. So, Ignite ist da. Wir brauchen jetzt unsere Spells. Am besten ein Schild und ihre Bubble. Das sind all die Dinge. Okay, Bubble ist raus. Das heißt, wir machen jetzt einfach Ultimate drauf. So. Ganz ehrlich. Oh, ich sehe sie. Das ist ja Giga Broken. Das ist ja Schild an. Okay, das ist jetzt schlecht, aber. Klatsch! Das war knapp, aber. Holy shit! Das heißt, der Gegner. Ist die Bubble ausgelaufen oder kann sie sich einfach nicht unsichtbar machen? Finde ich fair. Das heißt, wenn so ein... Wer kann sich unsichtbar machen? Talon. Das heißt, er kann nicht einfach unsichtbar... Falls es wirklich das war. Vielleicht habe ich jetzt auch irgendwie was vercheckt. Kann sein. Aber ich habe ihr auf die Fresse gehauen. Aber ich glaube, sie hat auch... Ne, ich meine... Es ist Akali. Die muss ja schon spielen können. Ich glaube, sie hätte, wenn sie es besser gemacht hätte, mich killen können. Aber ja. Was können wir noch erzählen? Ich glaube, wo scaled Mordekaiser? Ich glaube, er scaled sonst mit Late Game rein. Das heißt nämlich, seine Passive ist ja Level Scaling. Und jetzt, so, jetzt kommt der Damage richtig durch. Denn jeden Punkt, den wir reinmachen, erhöht unsere nicht nur den Damage auf der E, sondern auch die Magic Penetration um 5%, was heftig ist. Und dadurch macht jetzt jedes Mal, wenn ich hier einen Punkt reinmache, alle Spells mehr Schaden. Also die E, Q und Passive. So, du wirst gezogen und auf den Sack. Und Schild an. Ich krieg halt meine Passive nicht ausgelöst. Schild ist an. Schild ist an. Auto-Attack. Und Aura. Na, da, ich meine, aber sind wir ehrlich? Mordekaiser war schon immer... Ich hab gleich mein Schild. Schild ist da. Schild ist da. Heal, ich bin raus und, okay. Ja, okay, es war ein bisschen viel. Da kommt noch Graves, ne? Die hassen mich ja auch. Das muss man ja berücksichtigen, die Gegner hassen mich. So, also Gunblade ist schon wichtig. Ich glaube, man braucht Slow. Weil wir müssen den Gegner slowen, damit wir an ihn rankommen. Ich denke nämlich, viele haben gesagt, ja, einfach den AD Carry ulten. Aber, wenn der AD Carry zum Beispiel eine Vayne ist, dann wird die mich einfach kiten und umbringen. Ganz ehrlich. In der Midlane ist Fiesta, Mexikaner. Mordekaiser wird gekitet und umgebracht. Deswegen brauchst du Slow. Rylaze würde zwar auch gehen, aber die Kombo ist hier, glaube ich, Gunblade, der Gegner ist geslowt, dann Ultimate und dann auf das geslowte Ziel die E mit der Q. Wenn du Rylaze hast, dann müsstest du erst die E treffen, um das Rylaze drauf zu machen. Ist also eher schwierig. Ist also eher schwierig. Auch die Ultimate hat nicht so giga viel Reichweite. Oh, hier geht's hier noch? Komme ich da ran? Wenn ja, dann ja. Wenn na, dann na. Ultimate! Nice! Haha! Das ist natürlich gut, ne? Er hat versucht wegzuescapen mit der Q, aber ging nicht. Guten Tag, kann ich bitte einmal... Alter, ich bin voll riesig, weil ich jetzt... Wie groß ich bin! Ich bin der infernale Zerstörer, Gigalord 12. Guck dir mal an, wie riesig ich bin. Geil.
Das ist, weil ich die Stats jetzt geklaut habe von ihm. Ne? Ihr seht, ich habe jetzt 112 AD, das geht jetzt gleich weg. Und zack, 102. Ne, ich glaube, 10% von ihm. Ich weiß nicht, ob das mehr wird, wenn ich da mehr Punkte reinmache, aber... Ne, AD ist halt... Ja, es ist nett, aber brauche ich das? Na, weiß man nicht. Kann ich mir ein Plate gönnen? Da würde ich mich richtig sehen auf dem Plate. Bap. Klatsch. Ich meine einfach diese Keule. Ich war nie der Keulenmensch. Ich war immer so Zweihandschwert. Keule war nie so mein Ding. Den würde ich ganz ehrlich gesagt, würde ich den prügeln. Mach ich auch. Guten Tag. Einmal bitte die Keule. 800? Der ist 5-2, ja. Well, ich finde, das sieht aus wie, wie Seelenernte die ganze Zeit. Ich meine, man muss ehrlich sagen, dass er offensichtlich geintet hat, ist klar. Na? Aber wir sind gut dabei. Wir haben jetzt sogar Gunblade, I guess. Ja, 2000, das war... Akalis Toplane, ja. Ja, eine Wave hatten wir nur eben. Aber nochmal kurz zurück. Zum Beispiel, in einigen Fällen ist die Ult einfach schwierig. Nehmen wir an, du spielst Toplane gegen Nasus. Der gegnerische Nasus, wenn er ultet, dann will er dich verprügeln. Und man muss Nasus kiten. Wenn Mordekai jetzt auch Ultimate anmacht, ist die Nasus-Ult besser. Klar, du stehlst 10%, das ist aber alles. Während Nasus komplett Enrage geht, groß wird, HP kriegt. Ja, du kriegst auch ein bisschen HP durchs Clown, aber giga viel Damage macht und dich mit der Q rumböllert. Ne, also schwierig. Ach, die haben jetzt geswappt, deswegen ist jetzt Graves mit. Ja, den ich glaube, Graves kann ich richtig verprügeln. Der macht zwar Damage, aber den verprügel ich jetzt. Ne, ich habe vorhin gegen Rennington mal eine Runde gehabt und Rennington, genau das gleiche Beispiel, ne? Ich ult ihn und er will mich verprügeln. So, ich stehe komplett nackt da. So heftig ist die Ult nicht immer. Nur dann, wenn du den Gegner verprügeln kannst. Wenn das Game also mal schlecht läuft, ist deine Ult komplett useless. Wenn ich jetzt gegankt werde, würde ich natürlich einfach jemanden ulten und dann wäre ich alleine. Das ist natürlich ziemlich geil. Und ich werde ihn jetzt gleich einfach ulten, ganz ehrlich. Wir warten noch die E. Vielleicht noch ein bisschen Schild. Hauen wir mal den Pott hier rein. Und dann kriegt er auf den Sack. Wir machen jetzt eine Q für ein bisschen Schild. Zack. Ne, noch ein bisschen hier. Noch ein bisschen da. Und jetzt gibt's die Ult in sein Gesicht. Guten Tag. Einmal bitte Ult. Türme sind übrigens immer noch da. Das heißt, der wird mit in die Welt gezogen. Jetzt. Nice. Gunblade drauf, E drauf, Q drauf und einfach Auto-Attacken. Mitlaufen, Auto-Attacken ist nett. Wir könnten nochmal ein Schild machen, können uns ein bisschen heilen. Er hat auch Ignite, oder? Ja. Das war okay, ne? In solchen Fällen ist es GG. Und da, ich glaube, Gunblade, also Slow ist schon sehr wichtig. Man könnte überlegen, ich habe ja jetzt Face Rush mit und Nimbus, ob man vielleicht Glacial Augment mitnimmt, die Rune. Aber dann ist die Laning Phase halt, ja, ne? Also, ja, weiß ich nicht. Könnte worth sein. Oder ob man Zwillingsschatten oder sowas geht. Aber ich denke, ne? Grundsätzlich wird wahrscheinlich auch Tank Mordekai eher so ein Ding sein. So ein bisschen mehr Movement Speed plus Tankiness. Irgendwie sowas in der Richtung. Bin mir nicht sicher. Ich habe schon viele Szenarien gehabt, wo ich den Gegner einfach, zum Beispiel gegen Jax hatte ich ein Game, wo ich ihn einfach nicht töten konnte. Ne? Ihn nicht umbringen konnte. Das ist natürlich auch schwierig. Wenn du jemanden mit in die andere Welt nimmst und kein Damage machst, weil du Tank bist oder so. Ne? Also, ich finde die Ult bisher nicht OP. Wenn du gut im Game bist, dann ist sie stark, ja. Aber sonst, ne? Frage ist, was bauen wir jetzt? Gute Frage. Oh, geil. Okay, da wird auf jeden Fall... Ich würde gerne noch eben kurz durch... okay, ich komme. Ich komme. Okay, der ist, glaube ich, tot. Ich hätte Flash. Ich könnte jemanden klauen. Einen würde ich klauen. Dich klaue ich. Oh, ich habe noch gar keine Ult. Scheiße! Oh, no. Ich dachte, ich hätte Ult. Ach, fuck. Ja, okay. Drücken wir ein Auge zu. Wir können aber trotzdem hier einen abfangen, wenn der hier ankommt, glaube ich. Wie sieht Botlane aus? 0-2, da müsste ich vielleicht helfen. Toplane intet auch. Sehr gut, das ist ein richtig schönes Game. Wenn alle inten in meinem Team. Also wirklich, dann kann man den Champ... Ich hasse diese Games, wo man 10-2 geht auf dem PB und nichts testen kann. Die sind komplett zum Kotzen. Oh, shit. Ja, ich krieg nichts, Alter. Scheiße, ey. Der läuft doch locker... Ich habe jetzt Ult, komm. Wir ulten jetzt, guck, jetzt kommt Nasus, will mich angreifen, ist mir völlig egal. Klatsch, Passive ist an. Ja, wir saugen ihm die Seele aus seiner Seele. Ziehen den Boy. Oh, er ist geflasht. Komm ich nochmal ran? Könnt ihr mich schneller machen? Ich bin... Okay, passt. Was kaufen? Grundsätzlich, das hier ist auch cool. Ich finde, das ist so eine Referenz zu diesem Comedy-Ding, wo die Leute so nach unten gehen irgendwie. Ja, weiß ich nicht. Also schwierig. Ich glaube, also ich weiß es nicht. Ich hätte gesagt Spellbinder für Buffon Speed. Ich glaube Full AP Mord, ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist. Ich glaube, so ein Stundenglas sollte man schon bauen.
Aber ihr kennt mich. Ich will böllern, wir werden böllern. Ihr könnt mir übrigens auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich mache jetzt wieder regelmäßig Videos, was ihr so gerne sehen wollt. Was vermisst ihr, was wollt ihr haben, was wünscht ihr euch? Ich habe mir überlegt, Counter den und den Champion Sachen zu machen. Das heißt, hey, wie countert man Zed? Wie countert man den? Wie countert man den? Gunblade? Ich komme leider nicht ran. Das wäre vielleicht so eine Idee, die man machen könnte. Der Dark Karma, Leute. Ich liebe den Skin. Der sieht so gut aus. Da gibt es so geile Chromas für. Holy fucking shit. Na, Wave Clear ist on Fleek. Wir müssen nur gucken, dass wir nicht gegankt werden. Das ist so das Ding. Vor allem, wenn ich keine Ult habe. Wenn ich Ult habe, ist okay. Ohne Ult ist, schwierig. Toplane ist tot, sehr gut. Endlich mal ein Game, wo Gathering ein bisschen zum Tragen kommen könnte. Ich muss ihn nur ehen. Er denkt jetzt, ja, er chased. Und so. Oh, schade. Ich muss auch aufpassen. Ich bin immobil as fuck. Wenn ich gecatcht werde, zitiert werde, bin ich sofort tot. Na, muss man einfach überlegen. Okay, da sind wieder mehrere. Javan hat Bock zu ganken. Sobald ich Ult habe, ist es kein Ding. Dann gehen die beide all in auf mich. Ich meine, muss jetzt sagen, ich bin 4 Level über Nasus, ne? Wenn der kommt, ist Support Nasus auch, by the way. Ne, wenn die mich. Ich bait das jetzt, Leute. Wir gehen jetzt hierfür und die engagen mich. Dann hau ich einen von denen auf die Fresse. Dem da. Ha! Ja, guck mal! Ja, wer bist denn du? Ah! Ja, okay. Ja, guck mal, und jetzt kommt der nächste. Ja, wer bist denn du? Ich habe immer noch das Schild. Aber das ist so ein Bait-Schild. Das würde ich. Ne, jetzt zack. Ja, ist gar nicht so groß, muss man sagen. Ne? Damit kannst du die Leute halt übelst. Ja, trollen, baiten, verarschen, swabbity, swabbity, swoo. Jetzt langsam, wenn wir W reinmachen, dann wird der Heal jetzt mal um 2,5% stärker. Ist okay. Aber wir haben jetzt ordentlich Magic Penetration, Leute. Eigentlich müsste ich jetzt noch das Magic Pending kaufen. Dann blöden wir übel durch. Dann machen wir roundabout True Damage bald, würde ich sagen. Klatsch. Klatsch, 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 klatsch. Ich meine, wenn Morde einmal fett ist, der alte Morde. Wir müssen ehrlich sein, der alte Morde war auch fett, wenn er fett war. Also so unbesiegbar fett, in dem Sinne. Peng. Jetzt wird natürlich jeder sagen, wow, ne, Riot will ban this champ for 100% and I told my mother to play this champ und ne, alles. Das wird jeder andere YouTuber, das macht er immer, das ist immer so, aber ich weiß auch jetzt schon nicht, was ich in den Titel reinschreiben werde. Ich meine, ich glaube nicht, dass Mordekaiser broken ist, auch wenn ich jetzt 9-1 bin. Die Gegner spielen halt auch retarded, ne? Ich glaube nicht, dass er broken ist, aber wenn er fett ist, dann ist er fett. Man hätte auch den alten Mordekaiser jetzt hier hin reinbringen können. Und mit dem wäre ich auch 9-1 gegangen und hätten auch alle gesagt, wow, Broken Champ must be nerfed. Ban 100%. Ne? Das haben wir jetzt richtig Giga für Magic Pen. Man könnte auch über Attack Speed überlegen, ob man es baut, wenn man halt pro Auto-Attack 40% AP-Scaling. 74 Bonus-Damage pro Auto-Attack, Leute. Oh, guten Tag. Guten Tag, einmal bitte. Guck mal, er zeigt sogar mit der Hand drauf. Da liegt er. Da unten. Achso, das ist seine Keule. Ups. Ha, ich dachte, das wäre seine Hand. Krapp. Na, das. Ich meine, jetzt langsam fängt es halt richtig an zu böllern, weil er ist legit late game. Early game ist er nicht. Mit Game, ja. Jetzt langsam, wir haben wieder Ult. Das heißt, wir können richtig hart overextenden. Nehmen wir ihn einfach mal mit. Guck mal, jetzt zum Beispiel. Ne, ich muss rankommen. Hier, das Ding, er kann mich halt einfach kiten. Seht ihr das? Ich bin auch exhausted, by the way. Ich war Counterplay gegen meine Ult. Nur um das mal zu verdeutlichen. Feuer. Ne, also, die Ult kannst du. Ich meine, ich habe meine E verfehlt, ja. Ich hatte aber auch keinen Gunblade, ne? Mit Gunblade hätte ich. Deswegen ist der Slow so wichtig. Gunblade E. Ne? Deswegen klappt Rylas, glaube ich, nicht so gut. Der Grab ist irgendwie viel krasser als der von Swain. Sind wir mal ehrlich? Ich glaube, der Swain Grab geht etwas weiter, aber er zieht alles. Wobei bei Swain sind die Ziele kurz geroutet. Das ist auch gut. Aber. Ja, hier kannst du einfach, triffst alles. Machst Giga viel Damage an allen. Klar, man kann es nicht immer vergleichen, weil, ne, unterschiedliches Kit und so. Man kann nicht immer jeden Spell 1:1 vergleichen. So, Gathering kickt langsam rein, Leute. Da ist der Kollege wieder. Hat der Bock? Der hat keinen Bock. Ich glaube, er hat schon Bock, weil er weiß, dass ich am Tor bin. Ja, komm her. Klonk! Das war Gunplay. Wie auf einmal Angst kriegt, das reicht nicht. Aber das muss ich machen. Ah, later. Reicht.
Wir haben einmal alle so, er so am Tanzen, so am Chillen. Ich gebe ihm die komplette, also da war auch Gunblade mit drin, ne? Nicht, das war nicht alles, ne? Und dann denkt er so, oh, scheiße, es brennt. Das war schön. Das war richtig schön. So. Ich bin Mordekaiser. So. Rabadons, Leute, und dann knallt. Oder sagen wir Spellbeine? Ne, wir waren schon. Wir waren schon Rabadons jetzt. Ne, wir haben schon. Fuck you. Ich sehe nichts. Und jetzt denkt er. Jetzt. Oh, schade. Na gut. Ich bin raus. Ich hoffe, die Gegner surrendern noch nicht. Das wäre sehr. Ich meine, eigentlich. Es steht 24-18. Graves ist very big eigentlich. Akali ist auch ganz okay noch dabei. Ich hab jetzt Ult. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Eier, ist das Keiler? Oh nein. Wie kann das passieren? Oh, das war ehrlich gesagt knapp. Und dafür, dass ich. Ich meine, ich habe auch noch nicht. Ich war nicht shoppen. Sind wir ehrlich? Er ist voll eingekauft. Gerade aus der Base gekommen. Ich noch nicht. Aber. Die E. Also, ne, die ist irgendwie auch. Das ist mir jetzt schon öfter passiert. Wenn das Ziel in dir drin steht, dann triffst du die E halt einfach irgendwie nicht. Das ist halt RIP. So, wir haben 400 AP. Machen wir doch mal einen Damage Rundown. Die Q macht 155 plus 236 plus 91. So einen ganzen Batzen. Ne, so roundabout 600 Damage. Plus 50%, wenn das Ziel alleine ist. Hier zum Beispiel sie. Ja, meint. Oder ihn. Dann Blade. Ich bin schneller als er, glaube ich. Er muss mich nur vorbeilassen, der Seilis. Oder? Ne, Seilis ist schneller als ich. Ja, der ist so oder so tot. Klatsch. 675. Na? Dann haben wir die E, die macht 140, die macht nicht ganz so viel Damage. Oh, schade, das wäre cool gewesen. Schild ist an. Schlonk. Jetzt, wir haben leider, jetzt zum Beispiel, wir haben gerade überhaupt nichts, Leute. Ein bisschen CDR wäre vielleicht nicht schlecht. Ich habe gerade very nothing. Ne, hat man gerade mal gesehen, kurz für eine Phase war ich überhaupt nichts imstande zu tun. Klonk. Oi. Wir sind aber auf Full AP, das muss man übelst berücksichtigen. Ich glaube nicht, dass das der Bild ist, den man normalerweise gehen sollte. Hier, die Ultimate von ihm sieht auch super geil aus. Oh, da hätte ich mich gesehen. Ja, ich muss zugucken. Also, es war auch sehr deep, sind wir ehrlich. Sehr deep. Oh, schade. Ich dachte... Ja, ich dachte... Was kann ich... Ich kann nichts machen jetzt gerade. Ich kann, außer meine Passive machen, kann ich nichts tun. Leute, könnt ihr bitte... Ich habe kein Ultimate. Könnt ihr bitte... Ja, okay. So, ich glaube, ja, wir brauchen ein bisschen Tankiness, ganz ehrlich. Was kaufen wir? Also, das gehört dazu. Stundenglas ist leider nicht so worth. Weil, ja, ich bin ja kein Swain. Man könnte auch noch mehr Damage gehen, aber ich glaube, Damage machen wir genug, sind wir ehrlich. Was könnte man kaufen, was uns tanky macht? Banshees. A Rod of Ages. Ich glaube, am besten, also ich weiß nicht. Spirit Visage wäre ganz nett. Ganz ehrlich, okay, Leute, just for the sakes, wir wollen ja auch testen. Ja, ich weiß, Tankiness, aber ich habe das Gefühl, dass ich manchmal meine Passive, dass es geil wäre, wenn ich meine Passive schneller auslösen würde. Und wir scalen ja mit Attack Speed. Und wir wollen ja, das ist ja auch ein Test-Gameplay, klar, Tank-Modder, ich glaube, du musst ihn tanken, sonst wird er useless werden, so ein bisschen. Dass es jetzt klappt hier, Leute, das ist, weil es PBE ist, aber... Ja, wenn wir vier Attacken, wir proppen die Passive oft zu langsam, zu nicht so schnell. 10% Movement Speed ist jetzt auch nicht so viel, wenn wir ehrlich sind. Hatte gerade aber auch keine Ult, oder? Nee. Jetzt habe ich Ult. Und jetzt gehen wir einfach und ulten das erste Ziel, was über den Weg läuft. Wird einfach straight ins Gesicht geultet. Ich bin ein Panzer. Nee, eigentlich bin ich kein Panzer. Ich sehe aus wie einer, aber ich bin super weich. Latsch 800. Na, guck dir jetzt das hier. Das ist Coilen Speed, Leute. Da muss man ein bisschen mehr drauf. Aber wir könnten jetzt einfach mal Draven. Guck mal, Draven ist. Okay, ist 2-7. Das ist kein gutes Beispiel. Nehmen wir Graves. Guten Tag. Einmal bitte die Ult. Das ist meiner. Kua. Oh. Also, man hat 4K. Ult ist nicht gleich Ult. Ich meine, ich muss sagen, ich habe meine Spells verfehlt, aber er hat. Er hat ja auch Sachen gegen mich gemacht, ne? Er hat seine W, er hat mich geblendet oder ich habe mir das Bett. Ich finde, das ist richtig gut, dass es gerade passiert ist. Weil, ne, ich glaube, jeder denkt so, wow, hey, nur ADK ulten oder dies, das, GG. Ja? Das hätte auch mit dem ADK passieren können, dass er dich umbringt. Ja, also, ne, Graves hat schon viel Damage und Lethality und so, aber du verfehlst ein Spell, er kaltet dich und over. Das war richtig schön.
Wir brauchen aber auch Armor. Also ich hätte halt Armor bauen müssen, aber ne, wir gehen jetzt ein bisschen CDR, ist ganz nett, glaube ich. Ich glaube, das wird Int. Wie sieht es insgesamt aus? 6-7, 6-4. Sind es nicht so ganz im Game, muss man sagen. Ja, und Karma ist halt Karma. Karma ist halt Karma. So, ich habe wieder keine Ult. Ich meine, klar, wir können Draven ulten und Draven würde ich wahrscheinlich auch direkt umbringen, aber er ist auch 2-7. Einen ADK zu ulten, wenn das Game jetzt hier ist, wer der 2-7 steht, wäre einfach nicht klug. Sind wir ehrlich. Das wäre einfach komplett nicht klug. Ihn jetzt auch zu ulten wäre auch nicht klug. Außer, naja, ist 0-6. Ne? Ist, außer wenn du halt willst, dass er nicht mehr Stacks sammelt oder so, aber sonst. Irgendwie denke ich die ganze Zeit daran, dass die W, die wäre wie von... Swain. Und ich das machen will und hier hinten so eine Kugel machen will. Das sieht irgendwie so ähnlich, ist auch so rund. So, wir warten Ult, würde ich sagen. Das wäre das Klügste, oder? Kadung! Da kommt direkt der Flash. Wir haben jetzt Ult 13. Ich meine, wir werden jetzt mal Draven ulten, einfach just for the sake. Aber... Ne? Ich mein, oder Akali nochmal. Sie ist 10-6, aber sie drückt einfach Stundenglas. Ich weiß es nicht. I don't know. Ich würde es schon machen, wenn sie jetzt kommt. Aber sie muss dann nochmal, komm nochmal ein Stück raus. Leute, ich dachte kurz, das wären zwei Jarvans. Das Problem ist, dass hier jetzt auch überall Gegner sind, Leute. Ich stehe jetzt in 12 Gegnern drin. Da! Habt ihr es gesehen, wie sie mich einfach... Ne, es ist nicht so einfach, wie ihr denkt. Es gibt übel viel Counterplay. Stundenglas. Nein, das ist richtig gut, dass das passiert. Ich finde, ich feiere das. Also, das ist... Man sieht einfach genau, hey... Ne, klar hätte man es auch besser machen können von meiner Side of the Line aus, so ne, aber es ist nicht so einfach, wie man denkt. Ult drücken GG. Das geht nicht. Wir müssen jetzt ein bisschen zusehen, dass wir sonst... Ich meine, ich hätte kein Problem, wenn wir das Game verlieren, aber ich will das gewinnen. Und wäre ich halt hier, ne, ich hatte Glück, dass mein Team hier fightet, aber hier hätten halt auch 10 Gegner direkt mich abholen können, selbst wenn ich Akali gekillt hätte. Okay, Graves rastet komplett aus. Könntest du das bitte verteidigen, weil bitte, 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 ich bin sofort da. Ich will noch nicht, ich will noch mal. Do it. Ult. Ult, 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 drück Ult! Ult! Ja, oder so geht auch. So, was machen wir jetzt? Wir müssen jetzt... Ich bin viel zu damage-lastig, Leute. Ich brauche mehr Tankiness. Wobei, ja, gerade, dass ich Akali ja nicht gekillt habe, hat ja weder mit Damage noch mit Tankiness zu tun. Das hat einfach damit zu tun, dass sie meine Ult dodgt mit ihrem Stundenglas und mit dem Rumspringen. Das ist aber auch gut, dass Mordekaiser halt Skillshots hat. Ne? Er kann nicht einfach dich runterrennen, sondern... Er muss wirklich, du kannst die Situation dodgen und danach hat er nichts. Er ist clunky as fuck. Danach ist leer. Vorbei. Over. Out. Nichts mehr. Nada. Nothing. Niente. Basic Natutschke. Ich glaube, er... Ah, sehr schön. Wir müssen halt aufpassen, dass die nicht backdooren. Haben die Teleport. Kein Teleport. Aber es kann sein, dass so ein Graves hier lang kommt. Oder hier lang kommt. Vielleicht da, aber ich habe Angst, dass er hier unten rumläuft. Es kann aber auch sein, dass die Baron einfach machen. Da müssen wir natürlich jetzt aufpassen. Ich glaube, ich ulte ihn jetzt einfach. Gunblade, der wird immer versuchen zu dodgen. Nevermind, wird er nicht. Dann gehen wir dahin. Wir müssen halt auch... Graves ist die ganze Zeit nicht auf der Map. Der wartet doch locker in irgendeinem Busch. Ne, okay, da ist er. Ich glaube, ich ulte nochmal Graves. Aber er hat gerade das Banshee-Schild. Ich glaube, wenn ich ihn jetzt ulte... Kommt nicht ran. Ja. Na, okay, ich wollte nochmal Draven nehmen, aber... Mann, ich bin ein Panzer, der nur läuft und nichts macht. Fuck die Hände. Heilung. 47. Ja, ich würde jetzt nicht für den so deep... Wir müssen halt echt auf unsere Base aufpassen. Ich habe übel Angst, dass gleich da... einer der Boys of Germany... back dort. Dass wir einmal backgeportet sind, ist das Ding tot. Ja... Wäre da, aber Akali will ich nicht so gerne nochmal nehmen. Ja. Ja. Alter, das gibt's doch nicht. Die ist zu sneaky und zu schlüpfrig. Ich mache jetzt erstmal ihn einfach, weil dann sind wir in einem 1-on-1. Der ist erstmal raus. Ja, das nicht, aber ne? Ja, da war, ich meine, ich war auch alleine jetzt in drei Leuten drin. Ja, okay, ich glaube, das war's. Der Graves carried aber auch richtig gut. Das ist selten. Finde ich gut. Ja, übrigens, meine Mates, ich glaube, ich weiß nicht, habe ich sie erwähnt? Wir haben hier Qualle, Cave. Leon, Ghoul, Mika am Start, ne? Die haben mit mir hier Premade gespielt. Natürlich ohne Reden und so. Und ich habe auch extra gesagt, die Leute, ich sag denen das immer ehrlich, die sollen nicht zu sehr tryharden.
Ne, weil die Leute meistens ohne Arme spielen. Deswegen bin ich so verwundert, dass wir hier ein Game haben, wo die Leute tatsächlich Arme haben. Das finde ich richtig krass. Der Grave ist halt Giga, der ist 18,8. Heilige Scheiße. Das hier ist scheiße, Leute. Sind wir ehrlich, das ist scheiße. So, ich brauche Armor. Armor, viel Armor, richtig viel Armor. Eisbauen wäre noch cool eigentlich, oder? Mana ist halt nicht so geil, aber ich brauche, glaube ich, noch Full Armor, also irgendwas, was Deadman's Plate-mäßig ist oder so. Haben wir verloren? Nee, okay. Eine Chance haben wir noch. Was mit dem Grave? Wieso hat der ständig sein Schild? Was ist das für ein Scheißschild? Ich denke immer, das ist doch das Banshees, aber ich denke immer, hä, warum hat der 24-7 ein Schild? Also nicht Banshee, sondern hier dieses Edge of Night, meine ich. Ich dachte kurz irgendwie, der hat irgendwas anderes, was ihn die ganze Zeit schildet. Klatsch 900. Das böllert. Wichtig ist natürlich auch, dass das der erste Tag auf dem PB, das heißt, es kann noch richtig viel passieren. Er könnte genervt werden, er könnte gebufft werden, er könnte gechanged werden. Eigentlich, sind wir ehrlich, bleiben die Champs immer so, wie sie sind, oder? Ganz selten wird noch was gemacht. Also klar, Stats werden hier und da mal ein bisschen verändert, aber die Spells bleiben eigentlich immer so, wie sie sind. So, ich müsste... Soll ich mal Grace nochmal versuchen zu holen? Aber der killt mich legit einfach. Der rennt mich einfach... Ich meine, ich habe jetzt ein bisschen Tankiness. Kann ich eben choppen? Klar, wir könnten jetzt Baron gehen, aber es ist nur Draven, der tot ist. Geh einfach zurück, Leute. Ich muss eben... Oh shit, das kostet 2-1. Fuck. Ich habe noch gar kein Geld. Aber wir brauchen Tankiness. Brauche ich. Ich muss den Grace versuchen zu töten. Das ist das wichtigste Ziel. Aber der kitet mich. Der killt mich, der kite mich, der killt mich. Akali, klar, könnte auch immer noch gehen, aber... Ich könnte ja Ult... Ich meine, ich muss auch erstmal an ihn rankommen. Ne? So hoch ist die Reichweite der Ult, ist nämlich nicht, Leute. Sieht zwar viel aus, ist aber gar nicht so viel. Auch rankommen ist erstmal so ein Ding. Das sind alles Faktoren. Ich könnte jetzt einfach Flash-Ult machen, aber dann komme ich nicht mehr an ihn ran, ist das Problem. Das heißt, wie komme ich an ihn ran? Und das auch an, du kommst auch nicht einfach an so einen ADK ran im Teamfight. Wenn der ADK halbwegs klug ist. Alter, ich sterbe. Oh, ich klebe fest, ich komme nicht hin. Der ist, also, der ist gigabig. Aber sind wir ehrlich, da, jetzt kann man nicht sagen, dass Morde schlecht ist, weil jemand anderes gigafett ist und super Triad spielt, ne? Aber ich finde, also ich bin nicht mad oder so. Das ist absolut, ich meine, ist eh PB, ne? Ich finde, das ist gut. Man hat nochmal so ein bisschen gesehen, hey, wie ist der Champ so? Klar, dass jemand so fett ist wie der Graves, ist jetzt auch nicht so oft, ne? Ein Mage zu fighten wäre auch besser. Oft hat man dann vielleicht so eine Orianna oder sowas. Ich glaube, sowas könnte man viel, viel besser kaputt hauen, weil die dich auch nicht killt. Sowas wie Orianna, Six, Xerath. Wenn du rankommst, an den ADK im Late Game ranzukommen, wird auch super schwierig sein. Ich denke, man muss Tank bauen. Gunblade ist, glaube ich, auch schon wichtig, aber ihr könnt mir übel gerne, wie gesagt, folgendes. Sagt mir, was ihr von Mordekaiser haltet, sein Kit und wo man ihn spielen sollte. Im Jungle geht leider nicht, weil die Passive nur gegen Champions proc't. Ob er vielleicht sogar Support sein könnte und dann einfach den ADK rausnimmt, Fragezeichen. Ja, wahrscheinlich eher nicht. Und natürlich auch mit dem Videoformat, ne? Was ihr unbedingt haben wollt, dies, das. Ja, ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen. Haut rein. Tschüss und goodbye. Bis dann.